So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder Armored 3, jedoch im Einzelspielermodus, beziehungsweise mache ich hier gerade ein Showcase, Marksman Showcase Situation. Viper Black Sea wurde im Rahmen unserer laufenden Mission zur FIA-Aufstandsbekämpfung zur südlichen Halbinsel entsandt. Ihr Ziel heute Abend besteht darin, ein vermeintliches FIA-Hauptquartier südwestlich von Sfaka zu durchkämmen und zu räumen. Okay, hier ist das Lager, da bin ich. Gucken wir uns das doch mal an. Das erste Mal, dass ich hier wirklich was im Singleplayer-Modus spiele. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das ablaufen wird. Aber drücken Sie Leertaste, um fortzufahren. Oder warten wir eben kurz. Okay, 17.45 Uhr, Südalte ist in Küstennähe. Ja, ich will auf jeden Fall mal ein bisschen mehr so. Als Viper Black be Viper Red. Man daran befiehlt, dass ich mich habe. Amade ich Hamle hast am. Tamam. Dariot schon. Abwacht mal gerade, die Schule schon folgt, dass ich schon gesorgt bin. Tamam. Dariot schon. Viper Black. Tamam. Okay. Vorne ist eine Schlange. Waffenablage. Drücken Sie H für weitere Einzelheiten. Ich markiere mir jetzt hier mal das aufständische Hauptquartier. Also was ich gerade sagen wollte, ich drücke jetzt mal H, was kommt da? Okay, ja. Ja, eben auch mal ins taktische Arm ein bisschen Einblicke erhalten. Habe auch da schon Gespräche mit einem Mil-Sim-Clan sozusagen. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, gerade eine Runde Exile gezockt und habe gedacht, ich probiere jetzt einfach mal so ein Showcase. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das feiert oder ob ihr da mehr sehen wollt oder ja, was auch immer. Ich werde jetzt hier auch mal bevorzugt in der Ego-Perspektive spielen, soweit es halt geht. Kennt ihr das Problem, wenn ihr online spielt, seid ihr quasi gezwungen. Ah, hier ist es glaube ich auch mit Kondition, oder? Ja, an diesen ganzen Sachen muss ich mich noch gewöhnen. Was wollte ich gerade sagen? Wenn ihr im Multiplayer spielt, müsst ihr halt Third Person nehmen, weil ihr dann über andere Sachen drüber gucken könnt. Und wenn der Gegner das machen kann und ihr nicht machen könnt, seid ihr halt extrem im Nachteil. Deswegen ist es da halt einfach so. Ich habe auch schon überlegt, hier irgendwie First Person Server zu spielen, aber find da mal einen in Exile, der dann auch noch gut besucht ist und ja, gestaltet sich leider schwieriger als gedacht. So, ich bin jetzt schon 150 Meter entfernt von der Stadt. Mal sehen, was mich jetzt hier erwartet. Wenn ihr natürlich Tipps habt, dann immer raus damit. Wie gesagt, das ist hier ein neues Terrain für mich. Das sind zwei Hühner. Noch kein Feindkontakt jetzt. Oder ist kurz ein Chat drüber geflogen. Okay, dann melden wir mal. Da vorne ist einer gesichtet. Habe ich jetzt hier ein Entfernungsmesser? Okay, hier funktioniert auch kein Entfernungsmesser. Warum denn nicht? Ich verstehe das nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil eigentlich, ich sag mal, in Realität ist ja so, dass man Entfernungsmesser hat, oder nicht? Also der dann eben Evil Laser einem genau die Entfernung sagt. Mich wundert jetzt nur, dass man das hier nicht lesen kann. So, wie viel ist das? Ich genullt. Muss erst so ein bisschen ausschnaufen. Oder wollen die jetzt absichtlich, dass ich jetzt hier hingehe und nicht da drauf klettere, sondern mein Gewehr dort ablege. So, jetzt liegt's auf. Kann natürlich nicht höher zielen, nice. So, jetzt habe ich aber ausgeatmet, da ist noch einer. Mit dem 14 DMR müssten 300 Meter sein. Jo, waren's. Einer ist ausgeschaltet.
Jetzt frage ich mich, ob der da hinten patrouilliert, ob der da links wieder rauskommt irgendwo. Da kommt er. Das waren nur 300 Meter. Auch down. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Ich befinde mich auf jeden Fall jetzt mittendrin hier im feindlichen Gebiet. Holy moly. Wo war der jetzt? Ah, ist schon was anderes, wenn man First Person spielt. Es fehlt einem komplett die Übersicht. Gar nicht gewöhnt. Ich guck mal hier jetzt. Da war er. Oh, das war aber knapp. War richtig knapp. Ich wette jetzt gerade, die eingefleischten Milsim-Spieler haben sich gerade alle im Kreis rumgedreht und wundern sich, dass ich noch überlebe. Schon wieder Schüsse auf mich. Kann ich mich selbst behandeln? Jo, kann ich. Dann machen wir das doch gerade eben. Ich sehe jetzt auch hier zufällig nicht irgendwo, wie viel Leben ich noch habe, vermute ich mal. Also ich sehe es nicht und ich vermute mal, dass es auch nicht gehen wird. Ausatmen, schnell. Oder so. Streckt jetzt seinen Kopf nochmal raus. Ist hier schön mein Gewehr aufgelegt. Schnell nachladen. Was die so dabei haben. Die erste Hilfekasten dabei, Granaten, das ist nice, die packe ich auch mit ein. Die könnte ich noch brauchen. Und der Laufgranatwerfer habe ich eh nicht. Ist hier noch was für mich? Erste Hilfekasten. Wer weiß, was noch alles auf mich zukommt. Ein anderes Scope hätte ich gern für den Nahkampf, weil ich finde, das Red Dot hier ist schon ziemlich beschwerlich. Da ist gar nichts drauf. Okay, dann. Packen wir die schnell wieder ein. Und weiter. Hase hat vielleicht ein Problem mit mir. So. Oh, habe ich gerade ein Herzinfarkt gekriegt. Wir tun bald Etalat hast am Tamo. Holy moly. Ah, Spiel wird gespeichert. Okay, warum auch immer da jetzt noch. Okay. 14 Flecktarn. Pack ich mal weg. Ich hätte gern die M14.
brauchen wir dann nicht mehr, die brauchen wir nicht mehr, die nicht mehr. Aber die dafür. MRCO packe ich ein. Granaten habe ich hoffentlich genug dabei. Das passt auch. Passt auch der Schalldämpfer. Wo habe ich den denn jetzt hingepackt? Der passt leider nicht. Okay, nicht ganz so gut. Da möchte ich lieber noch ein Magazin mitnehmen. Und noch einen Erste-Hilfe-Kasten. So. Was sind jetzt meine neuen Ziele? Ah, hier vorne. Wo ist das jetzt? Ich muss Informationen jetzt finden, oder was? Holy moly. Was wollten die denn jetzt? Wollten die mich überfallen, oder was? Okay, Feeling ist schon krass. Komplett anders, wenn man eben in nur der First Person ist. Aber es ist halt geil irgendwie auch. Und dann nehme ich direkt nochmal zwei mit. H-Info, ne. Wie habe ich denn jetzt Aufgaben? Okay, ich muss doch vielleicht nochmal da hoch. An die Information rankommen. Ja, ist ja gut jetzt. Da oben gibt es im Haus wohl Informationen. Oh. Muss Pause machen. Kommt da noch irgendwo jemand? Nee. So, wo hat es hier Informationen? 43 Meter, bin ich da jetzt wieder vorbei? Wollte mich eigentlich verarschen. Durchkämmen Sie das FIA-Hauptquartier nach wertvollen Informationen. Okay. دریافت شد. به محض دریافت اطلاعات بیشتر گزارش میدم. وایپر بلک. تمام. Raster bla 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 durchsuchen. Untersuchen. Okay, das ist jetzt hier hinten. Dafür gibt's wohl das Quad hier. Dann mal los. Also ich denke, ich werde das hier ein bisschen schneiden, das Video. Könnt ihr dann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das eher nicht wollt bei so, sage ich mal, Simulationsmissionen oder ob es doch besser gefällt, weil es ist jetzt auch noch natürlich viel dabei, wo ich so rumgucke und rumsuche und nicht richtig weiß, was ich machen soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ich das machen soll in Zukunft. Ist dann natürlich auch mal die Frage, wer guckt es dann wirklich so lang an, das Video, und also wenn es wirklich dann mal, keine Ahnung, Stunde oder anderthalb Stunden geht. Und so, dann parke ich hier mal.
bin jetzt schon in der Nähe von der Stellung und werde die mal ausspähen. War schon Schüsse. What? Schießt denn da von hinten? Was will der denn jetzt hier? Ich glaube, der ist schon tot. Beim ersten Schuss, aber ich bin es halt gewöhnt von Exile, dass eine Todesnachricht kommt. Jetzt haben auf jeden Fall die anderen mich auch schon gehört, wahrscheinlich. Krass, okay. Ich vermute einfach mal, dass ich viel vorsichtiger sein muss. Aber wie gesagt, bin ja noch kein Profi, aber ich versuche mich ranzuarbeiten. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Hier ist einer. Hier läuft einer. Was hat der für eine Waffe? Eine MP7. Ja, und was muss ich jetzt hier ausspionieren? Zwei Personen. Oder wollen die direkt von mir, dass ich jetzt hier Aufgaben... Ah! Ich soll die feindlichen Einheiten ausschalten. Verstanden. Oh, da ist noch mehr. Zu viele Schüsse gebraucht. So waren das jetzt alle? Scheint so. Ja, dann gehe ich mal los und... Ich bin gerade erschrocken, dieser Hase. Gucke ich mir mal die Basis an, was es hier so gibt. Sich da noch irgendwo einer versteckt hält. Da wäre halt die schallgedämpfte Waffe natürlich schon sinnvoller gewesen, aber gut. وایپر رد، وایپر بلک با کمترین مقاومت از سوی دشمن تمامی خطرها رو خونسا کردن. اینجا در محوطه شورشیان یک سری تجهیزات پیدا کردم که شاید به درد بخوره. از همه مهمتر یک ماشین بدون سرنشینه. تمام. دریافت شد. ما با هایدرو حاضر میشیم. لطفاً با گریفین در ستاد در تماس باش. هایدرو به محض اینکه برسیم تو رو سوار میکنه. ما هم میمونیم و منطقه رو حفاظت میکنیم. به گوش باشید. وایپر رد، تمام. Helikopter warten, okay. Laut muss jetzt hier einsteigen, oder? Bei
Sniper Green greift von hier an. Ich soll wahrscheinlich von hier angreifen. Markiere ich mir mal meine Stellung auf dem Berg. Und los geht's. Ich muss so 170 Meter zu meiner Position laufen. Ich frage mich, wie das funktioniert, dass ich die dann anfordern kann. Das ist mir noch ein Rätsel, aber gut. Wie sagt man so schön, learning by doing. So, hier ist mein Aussichtspunkt. Dann werde ich mir kurz das aufständische Lager markieren als neues Ziel. Viper Green sind hier, die kann ich dann irgendwie... So. Erste Ziel weg und dann aufgestrichen, aufgescheucht. Hier war ein Kopf zu sehen. Okay, der war wohl näher dran als 300 Meter. Okay, das mit dem Zielen üben wir nochmal. Hier war es noch einer. Nachladen. Hallo? Okay, die backen zum Glück nicht rum. Und dann noch welche? Ach du heilige Mutter Gottes. Ist normal, dass die so im Boden drin hängen. Ist auf jeden Fall nice. Hängt er da jetzt noch im Boden? Okay. Ist man ja gewöhnt. Von Arma. Gucken wir uns das mal ein bisschen an. Da ist noch einer. Ah, den sollte ich rausnehmen. Wie kann ich die jetzt anfordern? Ja, hängen ein bisschen im Boden rum. Da ist noch einer. Fahrzeuge unbemannt und unbewaffnet. So, dann soll ich jetzt ja irgendwie Verstützung 8 Viper Green. Viper Green, Viper Black. به محض آمادگی اقدام کنید. به محض آمادگی اقدام کنید. تمام. Räumen Sie das Lager, dann wollen wir die jetzt mal ein bisschen unterstützen noch. Das Scharfschütze. Hä, Stein. Meine Güte. Und wo wurde ich denn jetzt beschossen? Ich hab gedacht, der hat geschossen von dem Stein. Okay. Von wo schießt der denn jetzt bitte? Wo noch ein anderer? Oh, hallo. Schön gut. Da war jetzt einer. Hat eine Granate geworfen. Jetzt mal auf MACO wechseln. Wo bleibt denn die Unterstützung? War das wirklich der von dort hinten geschossen hat? Ich habe schwören können, der kommt von der anderen Seite des Lagers irgendwo. Scharfschütze oder irgendwas. Und das war der rechts von mir? Wie hat mich mein Gehör da geschädigt, bitte? Echt strange.
Wo bleibt Viper 7? Ich hoffe, das ist Viper 7. Kann mir jetzt bitte einer erklären, woran ich sehe, dass die zu mir gehören? Ich meine, ich gehe jetzt einfach davon aus, aber gerade im Moment wissen tue ich es auch nicht. Aber gut, es werden die auch schon sein jetzt. Ich habe die Verstärkung angefordert. Check jetzt hier mal noch die Gegend. Sollte eigentlich passen jetzt. Okay. Ah, da ist noch einer. Der ist down. Wow, warum schießen die denn auf mich? Einen von unseren Leuten abgeschossen oder was? Ich verstehe es gerade nicht, ganz ehrlich. Freunde? Sind hier alles sicher? Räumen Sie das Lager. Komm on. Okay. Wir haben uns kurz so ein bisschen am Feuer. Machen es aus. Da kommt unser Helikopter nach Hause. Jo, ich werde es jetzt mal ein bisschen zusammenschneiden, weil sonst komme ich mir ultra blöd vor, weil ein paar Teilsachen einfach so stumpfsinnig waren von mir. Aber ist egal, Mission abgeschlossen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr mehr davon sehen wolltet. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.